ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit bei diesem Video mit dabei bist. Und heute drehe ich mal wieder ein Video, wo ich erzähle über verschiedene Themen. Und zwar hatte ich euch vor ein paar Tagen einen Story-Sticker in meine Instagram-Story gestellt. Falls ihr da noch nicht auf den Abonnier-Button gedrückt habt oder da vorbeigeschaut habt, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Da habe ich auf jeden Fall einen Story-Sticker in die Story gestellt, wo ich geschrieben habe, erzähl mal was. Und ihr solltet diesen Satz beenden, über was ich mal was erzählen soll. Und da habt ihr sehr, sehr kreative Themen geschrieben. Und ich habe mir da ein paar rausgesucht und werde jetzt über ein paar Sachen was erzählen, worüber ich so erzählen soll, die ich euch am meisten so gelesen habe und euch interessieren anscheinend. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, bevor ich hier noch unnötig weiter rumlabere. Wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Und zwar erzähl mal, wie bist du auf deine eigene Kollektion gekommen? Also wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich schon die letzten 2,5 Jahre eine eigene Kollektion namens Candy Rain hatte und die dann vergangenes Jahr im August, September beendet habe. Also wie sagt man das? Geschlossen, beendet. Auf jeden Fall habe ich die Marke Candy Rain stillgelegt. Aber nicht, um das für immer zu beenden. Nein, ich wollte mich einer neuen Richtung widmen. Ich wollte was Neues aufbauen. Was noch viel cooleres, was noch viel persönlicher mit mir in Verbundenheit steht. Und später kann ich endlich sagen, dass es ab nächste Woche endlich wieder losgeht. Ich werde nämlich heute, genau heute, wenn ihr das Video seht, wird die Instagram-Seite offiziell gelauncht. Also da werden die ersten Bilder hochgeladen. Die heißt peachly.de. Ich erzähle euch gleich noch was zu dem Namen. Und ja, nächste Woche Sonntag wird dann die erste Kollektion gelauncht. Und ich freue mich so, das mit euch allen zu teilen. Ich hoffe, ihr seid auch so gehypt wie ich. Und nächste Woche wird zwar die erste Kollektion gelauncht, aber ihr wisst nicht, was danach noch kommt, weil es wird anders. Es wird nicht so einfach nur so Kollektion, dann ja. Es kommt noch etwas danach, aber das werdet ihr merken, wenn ihr die Seite verfolgt. Wir haben nämlich das Feed der Peachly-Seite schon komplett von vorne bis hinten durchgeplant. Da gibt es jeden Tag neue Bilder. Und also abonniert unbedingt die Seite peachly.de. Ich schreibe sie euch auch hier hin, verlinke sie euch in der Infobox. Und seid gespannt, was da kommt. Und ja, Peachly, wie bin ich auf den Namen gekommen? Viele wissen, dass ich mit Nachnamen Peach heiße. Das hört sich an wie der Pfirsich, aber ich werde nicht wieder Pfirsich geschrieben. Und aber trotzdem ist es irgendwie cool, dass sich mein Name wieder Pfirsich anhört. Deswegen wollte ich unbedingt eine Marke rausbringen, die irgendwas mit mir, mit meiner Persönlichkeit zu tun hat, die irgendwas mit mir in Verbundenheit ist. Und ich bin im Endeffekt auf den Namen Peachly gekommen. Peach wie der Pfirsich, weil mein Name sich so anhört, also mein Nachname. Und das Lee soll heißen Love You, aber das L steht auch gleichzeitig für Lea, versteht ihr? Und ja, ich bin mega gehypt, mit euch diese Kollektion nächste Woche zu launchen. Werde euch auch bald schon das erste Produkt dann kommende Woche zeigen. Und auch einen Look drehen, alles. Also seid da unbedingt am Start, es wird richtig, richtig cool. Okay, kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema. Erzähl mal über deine Hobbys als kleines Kind. Also ich muss sagen, ich habe als kleines Kind schon immer von Anfang an total gerne gemalt. Ich habe mein ganzes Zimmer mit meinen selbstgemalten Bildern vollgehangen. Hätte ich davon ein Bild, würde ich es euch jetzt einblenden. Ich weiß aber nicht, wo ich ein Bild davon habe, aber mein Zimmer war nur vollgehangen von selbstgemalten Bildern. Also die Interesse an Malen und Zeichnen war bei mir schon immer da. Ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch. Und ja, ich habe mir immer schon gern Sachen selbst ausgedacht. Ich habe auch immer mit meiner Freundin, wir haben uns immer irgendwelche olympischen Spiele auf dem Trampolin ausgedacht. Wir haben uns immer so richtig viele Spiele ausgedacht, die wir dann immer so gespielt haben. Wir haben uns immer unsere eigenen Spielregeln und alles überlegt. Ich war total mal der kreative Mensch. Und Turn habe ich mich auch schon mal begeistert. Also ja, ich war schon immer ein sehr kreatives Kindchen in der Birne. Nächstes Thema, erzähl mal was du gedacht hast, als du dein Abi bekommen hast. Also so ganz weiß ich das gar nicht mehr. Ich weiß nur, ich bin dann so hingegangen. Dann standen wir da alle so vor der Tür. Und dann ist halt jeder abwechselnd reingegangen und hat sein Abi-Zeugnis bekommen. Man konnte sich ja schon so ungefähr, wenn man die mündliche Prüfung halt bestanden hat, so ungefähr denken, okay, wird das jetzt schlecht laufen, wird das jetzt gut laufen. Aber man wusste halt im Endeffekt nicht die Noten von den einzelnen Sachen. Und ich bin dann so reingegangen und dann habe ich halt das Zeugnis bekommen und habe gesagt, bravo, du hast bestanden. Also da wurde auch irgendwie nicht viel gelabert. Da wurde es nur so in die Hand gegeben. Ja, schön, du hast bestanden. Und dann bist du mit deinem Zettel auch rausgegangen und du dachtest dir nur so im ersten Moment so,
Yay! Also, keine Ahnung, was ich mir so dachte. So. Ich glaube, so erst 10 Minuten später habe ich mir dann so gedacht, so. Okay, ja, ist okay. Aber im Endeffekt war ich so, yes, baby, ich hab's. Okay, next Thema. Erzähl über deine Methoden gegen Schulstress, falls du welche hast. Also meine Methoden gegen Schulstress war, also ich bin so ein Mensch, ich bin extrem gestresst, wenn ich Sachen vor mir herschiebe. Ich bin so eine Person, ich mache meist immer alles sofort. Wenn eine Aufgabe kam, habe ich die meist versucht, alles, auch wenn es viel zu viele Aufgaben an einem Tag waren, ich habe immer versucht, alles zu machen, was ging. Weil ich so ein Mensch bin, der am liebsten alles sofort fertig haben will. Damit er am nächsten Tag, ich bin immer so ein Mensch, erst wenn alles vorbei ist, also wenn ich alles geschafft habe, kann ich mir Freizeit gönnen. Ich weiß, ich habe so ein inneres Ego, was mir sagt, erst wenn du deine Aufgaben erledigt hast, dann kannst du Spaß haben und Freizeit haben. Ich weiß, ich bin total komisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet hat oder das, was ich erzählen soll, aber das ist so mein Tipp. Fang einfach mit allem rechtzeitig an und beende einfach alles rechtzeitig, weil dann hast du nicht diesen Stress im Kopf. Ich muss noch das machen, das machen, das machen. Aber wenn ich mal allgemein über das Thema, wie ich für mein Abi gelernt habe, reden soll, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, dann kann ich das ja mal gern für euch zusammenfassen. So, erzähl mal, was du momentan vermisst. Also ich habe eine Zeit lang, wo Corona so angefangen hat, habe ich natürlich vermisst, sich mit Freunden zu treffen. Das habe ich jetzt aber auch schon mal die letzte Woche wieder gemacht. Natürlich nur mit Abstand, auch nur draußen und ihr wisst Bescheid. Aber ansonsten vermisse ich es unnormal halt so zu reisen. Und wenn man dann halt weiß, was noch dieses Jahr so eigentlich alles angestanden hätte, dann ist es so, ja. Aber ich sag mal so, es ist nicht schlimm. Ich finde, ich habe durch Corona auch gelernt, wie schön eigentlich es ist, mal die Umgebung bei sich zu erkunden. Wirklich, ich habe so in den letzten Wochen so viele schöne Orte hier in meiner Umgebung gefunden, wo ich vorher noch nie war. Und ich finde, man lernt so richtig mal in dieser Zeit, wo man nicht so überall hin kann, wie schön die Natur eigentlich, also zumindest wie schön die Natur, man nimmt die Natur mehr wahr als sonst. Sonst war es immer so, ja, ich kenne das und das. Aber so, wo man jetzt so war, so man ist nur zu Hause, hat man sich mal mit der Umgebung bei sich beschäftigt und geguckt, was gibt es hier eigentlich noch. Und ich habe so unglaublich viele schöne Fotospots hier noch gefunden, wo man schöne Bilder machen kann, wo man super picknicken kann und whatever. Aber ja, ich vermisse, wenn nur so Reisen und ja, dieses normale Leben, dieses mal ins Kino gehen mit Freunden, ohne eine Maske zu tragen. Bei uns haben immer noch keine Kinos offen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber so das Alltägliche, dieses Normale, dieses Alltägliche ohne Maske, das vermisse ich schon. Okay, next. Das haben so viele geschrieben und deswegen dachte ich mir, okay Lea, du packst es in dieses Video. Ich habe aber keine Ahnung, was ich darüber groß erzählen soll. Erzähl mal was über dein Liebesleben. Was soll ich darüber erzählen? Ja, mein Liebesleben, ich glaube, das von meinem Bruder, das Liebesleben läuft besser als meins. I don't know. Da gibt es nichts Spannendes zu erzählen, Leute. Was wollt ihr wissen? Aber ich habe es nur ins Video genommen. Ihr wolltet darüber, dass ich was erzähle. Und jetzt habe ich erzählt, dass es darüber nichts Spannendes zu erzählen gibt. Yes. Dann, was auch wahnsinnig oft geschrieben wurde, packe ich jetzt auch mit in dieses Video. Kann ich auch nicht viel erzählen, aber euch hat es anscheinend sehr interessiert. Erzähl mal was über dein erstes Date. PS, I love you. Finde es mega cool, dass du so kreative Bilder machst. Oh. Dankeschön, das freut mich mega. Mich freut es übrigens mega, wenn ich euch mit Bildideen inspirieren kann und wenn ihr dann auch die Bilder versucht, dann nachzustellen, dann ist vorbei. Auf jeden Fall erzähl mal was über dein erstes Date. Ja, war wunderschön. Ja, war schön, oder? Was erzählt ihr so über euer erstes Date? Ich würde jetzt nicht ins Detail ausfahren, oder? Last but not least, kam auch sehr oft. Erzähl mal was über dein Gewicht. Was soll ich darüber erzählen? Das Ding ist, mein Charakter wiegt mehr als mein Gewicht, okay? Und ich finde, man sollte eine Person nicht auf sein Gewicht reduzieren, wie viel er wiegt. Versteht ihr, was ich meine? Also ich erzähle mein Gewicht euch nicht, nur dass ihr schon mal wisst. Also ihr könnt dann auch gerne jetzt abschalten, falls ihr darauf gewartet habt. Aber warum soll ich eine Zahl im Internet preisgeben? Weil ich genau weiß, einfach nur alle Personen diese Zahl wissen wollen, um sich darüber die Mäuler zu zerreißen, um darüber irgendwelche Statistiken und dies und das zu erfinden, aufzustellen. Und darauf habe ich keine Lust. Diesen
diese Diskussion, diesen Struggle kann ich mir sparen. Also ich bin so eine Person, ich habe eh keine Lust auf so öffentlichen Struggle, Streit, whatever. Und deswegen erzähle ich sowas einfach bewusst nicht. Auch wenn ich damit einige provoziere, aber ist halt so. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich habe jetzt über ein paar Themen was erzählt, die mir am meisten geschrieben wurden. Natürlich gab es noch sehr, sehr viele andere Themen, die auch sehr oft genannt wurden. Aber daraus kann ich ja gerne mal einen Teil 2 machen, wenn euch dieser Erzähl-mal-was-Tag, wenn es den schon gibt, gefällt. Und genau, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut, wie gesagt, auf meiner Peachly-Seite heute vorbei. Da werden heute die ersten Bilder hochgeladen oder sind sogar schon online. Und seid unbedingt nächste Woche beim Launch der Kollektion dabei. Und ja, bis nächste Woche. Hab euch lieb und tschüss!